So, meine lieben Leute, heute machen wir da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und zwar in Mönchhausen Zentrum, da wo wir den Bahnhof gebaut haben anstelle einer Bushaltestelle. Und wir gucken gerade mal in dieser Region hier weiter rum. Und hier ist Gera an der Elbe, schon bekannt von unserer Unterfurter Strecke. Und da werden wir heute mal etwas Spezielles bauen. Nämlich die mittleren Gleise sind leider bis jetzt nicht verwendbar gewesen, weil da eine Bank im Weg ist auf der linken Seite, da. Das heißt, da kann man nirgendwo einfahren und deswegen werden wir jetzt diese Gleise von der anderen Seite aus benutzen. Und zwar einmal Häuser wegmachen, hier geradeaus fahren. Ah, komm, ICE, fahr mal weg hier. So. Da Signale setzen und hier müssen wir uns gleich mal durchsprengen. Denn wir werden hier eine Verbindung machen, auch mit 111, und zwar die, die wir noch übrig haben. So, hier einmal kurz möglichst viel schon mal bauen. So, das können wir hier wegmachen, okay. So, hier ein Tunnel. Nee, das können wir hier noch nicht machen. Da müssen wir hoch, weil das. Obwohl, das kommt genau da raus. Das wäre, glaube ich, zu weit. Dann machen wir das lieber so. Einmal unterbrochen, damit wir hier ein Ausweichgleis bauen können. So. Die anderen Gleise kriegen da Abfahrtssignale, damit die schon mal ausfahren können, auch wenn hier auf diesem Zwischenstück gerade ein Zug ist. So. Jetzt müssen wir hier nochmal die Straßen so gut wie es geht wegmachen. Signale aufstellen. Tunnel bauen. Einmal. Moment. Man kommt da raus. Okay, dann können wir hier ein bisschen einschneiden noch. So, da und da Tunnel bauen. Dann kommen wir da genau raus. Da, wo das Abstellgleis ist, was wir gestern noch gebaut haben. So, dann schicken wir die mal ganz kurz ins Depot rein. Andere Richtung. Und dann kommt jetzt hier noch ein weiteres Gleis hin. So. Genau. Und wir können eigentlich auch schon loslegen, schon mal die Züge zu bauen. Passagiere. Und zwar Dostos. Die holen wir uns jetzt dahin. Steuerwagen hinten dran machen und Auftrag erteilen. Fahre dahin und fahre danach. Okay, hier verheilt gerade die Natur. Gucken wir uns kurz an. So und fertig. Und fahre dann zu Gera als Entlastung. So, vollladen und hier auch vollladen. Dann können wir den Zug auch schon loslassen. So. Einen Steuerwagen dran machen. Und gleicher Auftrag für den. Und losschicken. Ach so, genau, der fährt jetzt noch außen rum. Der ist gerade da oben abgehauen. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen, aber die Strecke ist ja noch nicht fertig. Deswegen fährt er jetzt über Unterfurt wahrscheinlich nach Gera Elbe. Aber ist nicht so schlimm. Ist nur die Frage, wie kommt er gleich wieder zurück? Naja, jedenfalls wird Mönchhausen jetzt dadurch richtig groß. So, jetzt können wir hier schon mal ein bisschen weiterbauen.
Den nächsten Zug schon mal bauen vielleicht. So. Und der fährt dem hinterher. Der fährt jetzt hier oben wahrscheinlich gleich lang. Genau. Geht ja auch. Ist ja nur ein ziemlich kleiner Umweg. So, ein paar neue Gebäude finanzieren. Und jetzt können wir wahrscheinlich gleich noch die Straße sprengen. Da fehlen ja nur zwei Teile. So, da fahren wir ein. Und weiter geht's über die bereits vorhandene Strecke zurück. Jetzt dürfen wir hoffentlich gleich noch die letzte Straße da sprengen. Dann können wir auch den direkten Weg nehmen. Wir fahren gerade voll den Umweg. Ja, sehe ich gerade, es ist noch ein bisschen weiter. Ich meine, hier fahren ja sowieso schon 111 mit X-Wagen lang, aber die wollen auch nach Unterfurt. Das ist weiter rechts. Also für die ist es hier okay, hier lang zu fahren. Der wird wahrscheinlich hier hinfahren, ja. Ja, der fährt jetzt in den unteren Bahnhofsteil. Da soll er doch gar nicht hin. Ach nee, in den oberen Bahnhofsteil meine ich. Der eigentlich für 120er gemacht ist. Da wird eine Fabrik gebaut unten, die brauchen wir aber nicht. So, und jetzt können wir hoffentlich das Straßenstück wegnehmen. Ja. Und ab jetzt kann man hier durchfahren. So, jetzt können wir. Gut, der fährt jetzt noch einmal falsch, gerade sehe ich, aber ist egal. Von hier aus kann er wieder zurück aufs eigentliche Gleis fahren. Wenn er gleich mal ankommt hier. In Kürze ist er da.
Da kommt er. Mal gucken, ob er den richtigen Weg zurückfindet. Ja, jetzt fahren wir hier durch die Innenstadt und dann ist die Strecke in Betrieb. Direkte Verbindung nach Mönchhausen, Zentrum. Nächste Station, Mönchhausen Zentrum. So, Ausstieg wieder mal in beiden Richtungen. Gut, und dadurch ist Mönchhausen jetzt ein neues Mini-Zentrum. Verglichen mit anderen ein bisschen zu klein noch, aber ich glaube, hier ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr los als vorher. So, ich hoffe mal, die kommen jetzt auch alle wieder auf die richtige Bahn. Dass die nicht mehr diesen Umweg fahren, aber das wird gleich, glaube ich, von selbst passieren. Ja, der fährt jetzt auch wieder zurück. So, kommt ein Gegenzug. Ja, kommt gerade einer. Sehr schön. So, aus dem Nichts ist also jetzt hier was entstanden mit alten Fahrzeugen, die wir irgendwo abgestellt hatten in Holzmünster und damals nicht verschrottet hatten. Und daraus konnten wir jetzt hier sehr kostengünstig ein neues Zentrum bauen, wo man Richtung Kleinstuttgart kommt, Richtung Gera Elbe und Richtung Unterfurt.
Tja, hier in Mönchhausen wird gut abgeholt, würde ich sagen. So. Oh, drei S-Bahnen warten da schon. Oh, und da wartet jetzt noch ein Dostoyevsky-Zug, also sehr viel los. Jo, der Bahnhof gefällt mir gut. Man könnte da eigentlich mit Pfadsignalen arbeiten bei der Einfahrt, damit die Züge schon mal schneller da wieder rausfahren dürfen. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis ich das gecheckt habe damals. Gut, okay. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bis hierhin. Gottes Segen an alle Zuschauer. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle wieder. Mal gucken, ob wir dann wieder in Mönchhausen was machen oder ob was anderes dran kommt. Mal schauen. Genau. Macht's erstmal gut. Bis morgen und tschüssi.